Unweit der Marienkirche am Frankenwall Nummer 19 stand das Elternhaus von Henry Fahl. Nur ein paar Mauern haben die Zeitläufte bis heute überstanden. Der alte Markt mit seinem berühmten gotischen Rathaus und der Nikolaikirche hat sich indessen kaum verändert. Er ist immer noch das Herz und Prachtstück der Stadt am Strelasund. Den alten Markt musste Henry Fahl kreuzen, wenn er zu seinem ersten Engagement ging. Denn direkt gegenüber vom Rathaus, da wo sich heute das Gewerkschaftshaus befindet, stand damals das Stadttheater, in dem er, durch die Vermittlung seiner theaterbegeisterten Großmutter, den kleinen Sohn von Ibsens Nora spielte. Eine Statistenrolle mit Sprechverpflichtung war das. 50 Pfennig betrug die Abendgage. Henrys Text war überschaubar. Gute Nacht, sollte er im dritten Akt sagen. Dennoch kam es zu seiner ersten Konfrontation mit einer Soufflöse. Die war auf den Proben nicht dabei und so ersetzte Henry bei der Premiere seinen Gute-Nacht-Text an Nora durch die prompte Frage: Und was macht eigentlich die Tante da unten? Der erste Bühnenlacher im Kindesalter. Ein frühes Omen für den Komödianten, der zur Freude des Publikums in Textfragen nie pedantisch sein sollte. Auch in seiner Leib- und Magenrolle des Matten nicht. Auch eine blinde Henne, die legt mal ein Ei. Ei, ei. Was ist das? Kommst dabei? Das sind 5 Mark. Fein, eh? Wie du dabei kommst, habe ich dich gefragt. Ja, da soll ich mir meinen guten Tag für machen, hat er gesagt. Ja. Unser guter Herr Bürgermeister. Der Bürgermeister? Was hat er hier immer rumzuspekulieren? Was wollt er hier? Tja, was weiß ich. Ich schlude nicht. Ich kann schweigen. Ja. Und saufen. Oder singen. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Röslein auf der Heide. Röslein, Mensch! Ach, was sind das für Blumen da? Tja, so viel als ich davon verstehen tue, sind das Rosen, nicht? Trönbüdel, von wem die sind, will ich wissen. Tja, von wem die so sind, ne? Die Leute haben ihn geliebt. Das ist unwahrscheinlich, das habe ich noch nie wieder von keinem erlebt. Woran lag das, diese Magie? Wissen Sie, die Rollen, er verkörperte sie auch so. Er war er selbst und man musste ihn einfach umarmen, wenn er diese Rollen spielte. Zum Beispiel den Matten. Das war so hinreißend, wie er das gemacht hat. Es war nicht immer richtig, aber das interessiert dann ja auch gar nicht mehr. Die Leute waren hingerissen. Und so machte ihm jede Aufführung wahnsinnig viel Spaß. Es war manchmal für uns etwas mühselig. Und einmal die Soufflöse, Henry von unten. Und er guckt, ja, was ist denn? Und hat sie einen Revolver hingezogen, weil er immer nie hinhörte, was sie sagte. Doch wie er auch durch seine Texte schlitterte, Hamburg liebte ihn. So, Kind, so steigt man alle ein da. Ja, nö, nö, also können es nur keine Angst, nicht? Ich fahre ja selbst, nicht? Das Geburtstagsgeschenk der Hansestadt zum 70. Henry Fahl durfte einmal Hamburger Straßenbahnschaffner spielen. Seine Stadt gehörte ihm. Es geht ja alles schön glatt, das muss man ja sagen. Aha, jetzt muss ich bremsen, jetzt kommt rot. Mit viel Trara und kleinem Blasorchester empfing ihn ganz Hamburg am Ohnseuchtheater. An seiner Bühne, auf deren Brettern er als sehr spätes Nachwuchstalent zum Hamburger Original wurde.
Seit 1957 war er hier engagiert und durch die NDR-Fernsehausstrahlungen der Ohnsorg-Stücke zum heißgeliebten Oper der Nation geworden. Alle kamen, ihn zu feiern. Kollegen, Stars und auch die Handwerker von nebenan. Am herzlichsten jedoch drückte ihn seine Gemahlin Germaine, die Wegbegleiterin durch die mühseligen Jahre vor dem späten und unverhofften Ruhm auf Bühne, Bildschirm und Schallplatte. Wenn die Jugend vergeht und wenn man älter wird, ist das Leben noch lange nicht vorbei. Glaube nicht, dass das Herz darum auch kälter wird. Es schlägt genau wie einst im Mai. Man ist so jung, wie man sich fühlt, solange man ab und zu noch mit dem Feuer spielt. Das ist ja gerade das Wunderbare, das sind ja gerade die schönsten Jahre. Es ist bestimmt das einzig Wahre, man ist so jung, wie man sich fühlt. Ihre wirklich bundesweite Karriere hat erst in sehr späten Jahren für Sie angefangen. Ja, vor 10, 12 Jahren ungefähr. Da waren Sie also schon über 60? Über 60. Dass man plötzlich von Flensburg bis Passau genau wusste, wer Henry Fahl ist. Ja, ja, ja. Wenn nicht nur Ihre schauspielerische Karriere, auch sonst hat es in Ihrem Leben einiges passiert, seit Sie über 60 sind. Sie haben noch ein bisschen mehr gemacht. Naja, ich bin ein Nachwuchs-Starlet, nicht? Ich habe mit 65 meinen Führerschein gemacht. Aha. Mit 66 die erste Schallplatte besungen. Das ist wirklich fabelhaft. Mit 65 einen Führerschein, darf ich schnell mal fragen, ging das glatt? Oder glatt, ist das ganz glatt, ohne Fehler, ohne Fehler. Und fahren Sie heute? Ja, heftig. Das ist mein größtes Hobby. Das ist ja fabelhaft. Warum haben Sie es nicht vorher gemacht? Normalerweise macht man das mit 20. Ja, ja, das weiß ich gar nicht mehr. Warum, weiß ich gar nicht. Und Ihre erste Schallplatte besungen mit 66? Mit 66, Und wie viele sind es seitdem? Können Sie sich noch erinnern? Naja, es sind 10, eine Langspielplatte mit Frau Kabel zusammen, nicht wahr? Ja, und man sieht sie ja auch allenthalben, nicht nur spielen, sondern eben auch singen im Fernsehen. Ja, ja. Und dann so andere Sachen noch, Supermärkte öffnen, nicht wahr? Und Autogrammstunden überall, wo wir bald ums Leben gekommen waren, die Frau Kabel und ich, so ein Andrang. Der ganze Tisch war umgefallen im Warenhaus in Osnabrück. Oh, yeah. Und Frau Kabel war verschwunden hinter der Wand, die fiel zusammen, hatten sie wunderschön aufgebaut. Und dann hörte ich nur noch, Henry, hier bin ich. Da saß sie in der Nebenabteilung zwischen Kühlschränken, sah man ihren Kopf rausragen, nicht wahr? Aber Sie überstehen das ganz gut. Ja, ja. Weil normalerweise sagt man doch immer, dass man gerade also mit zunehmendem Alter versucht, ein etwas ruhigeres Leben zu führen. Bei Ihnen ist das genau umgekehrt. Genau umgekehrt, ja, ja. Und haben Sie auch vor, weiter so zu machen? Ja, vorläufig ja. Ich habe mir ja vorgenommen, in den Sielen zu sterben. Also, wenn ich ehrlich bin, wünsche ich Ihnen das nicht. Sagen Sie, aber trotz alledem heißt es ja doch immer, dass gerade in Ihrem Beruf mit zunehmendem Alter Schwierigkeiten auftauchen, zum Beispiel im Textelernen und so. Ist das wirklich wahr? Nö, kann ich nicht sagen. Ja, man lernt etwas langsamer. Mhm. Ja? Aber das ist ja Gehirntraining durch die ganzen Jahre. Ich bin als Kind ja schon am Theater gewesen und das funktioniert eben noch, bloß etwas langsamer, nicht? Oder wenn man manchmal mal im Fernsehen, im Studio, die vielen Scheinwerfer so aufs, dann ist das ja auch etwas schwieriger mit dem Text, nicht? Da habe ich aber einen kleinen Spruch mir gemacht, die Grütze säuert im Gehirn und immer dünner wird das werden, aber das geht ja dann nachher wieder vorbei, nicht? Ich erschreck mich doch jedes Mal. Vielen Dank, alter Freund. Du darfst es mir nicht übel nehmen, nicht? Aber mir ist, als wäre ich gar nicht mehr da. Als wäre das bloß mein Geist, der hier noch lebt, Phil. Ja, naja, das wäre ja nun gerade nicht viel, Thünenhannes, nicht? Aber nun kommen die Frauensleute, die wollen sich auch immer. Nee, mich stört ihr gar nicht. Nee? Nee, ja, mich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Na, wir kommen nachher noch mal rum, ne? Ja. Mensch, Hannes, dein Hutu, also der ist ein Taler wert.
Der Hut, der ist gut. Mit dem habe ich vor mir selbst Respekt. Seinen hinreißend schwarzen Humor hat Henry Fahl nicht direkt mit der Muttermilch eingesogen. Aber seine Großmutter übte schon früh massiven Einfluss auf die humoristische Entwicklung des Jungen aus. Immer wieder schleppte sie Klein Henry mit auf den Stralsunder Friedhof, um Zaungast bei den Beerdigungen vollkommen Fremder zu sein. In einer Mischung aus Unwillen und Interesse folgte Henry der Großmutter mit ihrem ausgeprägten Hang zu allem Theatralischen. Der frühe Umgang mit den wesentlichen Dingen des Lebens sollte ihn später dann auf der Bühne auch schwere philosophische Themen mit ungeahnter Nonchalance angehen lassen.